So Leute, da sind wir wieder bei Vegasylph mit mir, Sefi und Jutes. Hallo. Bei Tales of Symphonia Chronicles und Zellos wahrer Natur. Celsius-sama! Cool Beauty! Anatatte, aite ga josei no katachi sai shitei reba nan demo ii no ne. Ah, koitsu wa aruku waisetsubutsu da kara ne. Douyu imi da yo? Moji doori da yo. Mate. So, ka, ore sama ga otoko no iroki wo hanatte iru tte iitai nda na. Nani ga iroki dai, kono shikiba! Ah, iya, 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 sonna, sonna, sonna. Schikima って何だ?食えるのか?食べられないと思うけど。Schikima。たくさんの女の人をもてあそぶ不誠実な男性のこと。なんだ?ゼロスのことか。そう言われると面白くない。ヘルトファルドモッド。 Echt? Hey! Wenn du den einen Wasserfall darunter glitterst, nicht da, jetzt draußen. Mhm. Ist da nicht auch noch eine Truhe? Ich glaube, die haben wir doch schon. Achso. Weißt du, die ist doch direkt darunter, oder? Ja, ich dachte, es wäre noch eine andere. Oh, jetzt ist, ach, ich gehe einfach mal alibimäßig lang. Dann sehen es die Leute auch mal. Hoi. Hoi. Oh, ich hab mich enttäuscht. Na gut. Ja, hier war ja die eine. Ja, ich dachte, wäre noch eine andere gewesen. Ja, ich glitte schon wieder fest. Ich habe meine Glitschigkeit. Was? Was ist denn jetzt los? In der Richtung liegt Osette. Stimmt. Was kann das denn sein? Aus diesem Blitz fließt eine irrsinnige Menge von Mana. Ich habe ein ungutes Gefühl. Gehen wir! Uns heilen. Oh, wir gehen automatisch dahin. しかしよく無事だったな。生き残りはお前だけなのか。名前は?僕はミトスと言います。村の外れに一人で暮らしてたから。英雄ミトスの名前だ。あれ?もしかしたら僕は違う。安心なさい。わかるでしょ?あなたも私たちと同じ血が流れているのなら。 あなたたちもハーフエルフですか?でも人間と一緒にいるじゃないですか。大丈夫だよ。私たちみんな二人の友達だから。人間がハーフエルフと友達?嘘でしょ?嘘じゃないよ。僕と姉さんはこの人たちの仲間なんだ。安心なさい。 このオゼットはハーフエルフ蔑視の激しい村と聞く。この村に隠れ住んでいたのなら辛い思いをしただろうな。
それはどうしたことだ。あんたは確かアルテスタさんだったな。裁きの雷がこの村めがけて落ちたのを見て。しかしこクルシスの天使たちの仕業です。プレセア、正気に帰っているのか。なんということだ。これは実験の失敗の見せしめなのか。どういうことだい、見せしめって。なんでもない。ま、待てよ。マスターは自分のせいでオゼットが破壊されたと思っているのです。アルテスタさんはオゼットと関係があるんです。はい、すみません、マスターが心配です。私、追いかけます。そうだな、ミトス、お前も一緒に来た方がいい。でも、僕はハーフエルフで。そんなの関係ないだろう。それに、ここに残ってまた天使が来たらどうするんだ。そうだよ、一緒に行こう。私の村が、私にはもう帰る場所がないんですね。元気出してよ。って言っても無理だよね。でも僕も帰る場所がないんだ。ロイドと一緒に村を追い出されたからね。そうなんですか。うん、だから僕もプレセアの気持ちが少しわかるよ。でもね、この世界をどうにかすれば新しい土地が僕らを待ってくれている、そんな気がするんだ。広いですから。ジーニアスは小さいのに偉いです。何言ってんだよ、プレセアの方が小さいじゃない。そうでした。どうしたのみんな。いや、ジーニアスの剣玉で遊んでたんだけど、これが難しくて。僕にも貸してくれるかな。もちろん。はい、ありがとう。それ。わあ、ミートス上手だね。もしかして剣玉ってハーフエルフの作った遊びなんじゃねえの。私もやってみていいかな。いいよ。せーの、それ。やべ、また先生に当たっちまう。危ない。あれ、剣玉が方向を変えてゼロスに落ちちゃった。あ、いたいたいたいた。なんで剣玉が降ってくんだよ。不思議だね。コレットの力のせいかな。不思議なこともあるんだね。でもリフィルさんに怪我がなくてよかったよ。俺様はいいのかよ。Das mit Zirkus sind hier echt noch besser. Ja, stimmt. 一人で暮らしてたんだよね。そうだよ。お父さんとかお母さんは？二人とももう死んじゃったから。僕も同じ。そうなの？なんだか似てるね、僕たち。うん、そうだね。仲良くなれそうだよね。仲良く、本当？うん、友達になろうね。ありがとう。おお、Mifa sieht verlost wie ein Mädchen. Ja. Hallo. Wir stehen draußen, wir haben sonst nichts zu tun. Es muss um etwas Wichtiges gehen. Ich war damals als Handwerker für Krusch. Ich glaube, du hattest den. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Egal, ich war damals als Handwerker bei Krusches tätig. Du stehst also auf der Seite der Engel. Auf der Seite von Yggdrasil. Du kennst Lord Yggdrasil. Wie er doch steht. What? Und ob ich ihn kenne. Es ist seine Schuld, dass Tessiala und Silwan um ihren Mana konkurrieren. Das ist ein Krusches Kristall. Ich verstehe, du musst die Auserwählte der untergehenden Welt sein. Das ist vielleicht Schicksal.
Was in Ozette geschehen ist, war meine Schuld. Was meinst du damit? Ich begann die Arbeit, die ich verrichtete, zu hassen, da ich damit indirekt Menschen tötete. Ich verließ Grucius und versteckte mich in Ozette. Aber ich wurde von einem Design namens Rudal aufgespürt. Er versprach, mein Leben zu verschonen, wenn ich ihm einen Grucius-Kristall anfertige. Das heißt, das Experiment am Prisair wurde von Rudal und dem Patriarchen organisiert und dann auf deren Geheiß von dir und Kate ausgeführt? Richtig, Rudal plante eine Revolt gegen Crucius, während er in den Diensten der Design stand. Da ich Rudal darin unterstützte, wurde Lord Hydrasil, wurde zornig und er zerstörte die Stadt Ozette, die mich als Flüchtling aufgenommen hatte. So wurde Prisair die Schatten meiner Vergangenheit, die Schatten meiner Vergangenheit sichtbar macht. So wurde sie also in diese Geschichte verwickelt. Ich finde dafür keine Worte. Dann halt's Maul. Es tut mir leid, ich kann mich nur immer wieder dafür entschuldigen. Aber mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Meine Zeit kommt nicht wieder. Die Leute aus der Stadt und mein Papi werden nicht zurückkehren. Prisair, ich wollte gerade sagen, ach ja, dann immer noch. Es tut mir leid. Entschuldige dich nicht, auch wenn du dich entschuldigst. Ich kann dir im Augenblick nicht verzeihen. Das ist aber schade. Oh, ich mach die Tür auf. Scheiße, ich hätte den Griff noch ein bisschen tiefer machen sollen. Ich hab eine Zwergenklappe. Prisair, ich weiß, dass du einen schweren Verlust erlitten hast. Aber bitte vergiss dich nicht selbst. Ich kann Prisairs Gefühle ein bisschen verstehen. Manche Dinge kommen nie wieder. Klappe zu Neuling. Auch wenn er sich entschuldigt, auch wenn man verzeihen möchte, diese Gefühle bekommt man nicht in den Griff. Wenn einem nicht verziehen wird, ist das wie eine Strafe. Das finde ich nicht. Verzeihen oder nicht verzeihen ist keine Strafe. Ich kann es nicht gut erklären, aber... nun, egal. Lasst uns keine philosophische Diskussion führen. Prisair kann sich nicht zwingen, ihm zu vergeben. Lasst uns lieber darüber nachdenken, was wir jetzt tun können. Ja, du hast recht. Ich persönlich finde, wir sollten Natessa fragen, was er alles über Crucius weiß. Wir haben im Augenblick nicht genug Informationen. Stimmt ihr mir zu? Ja, Prisair, würdest du lieber hierbleiben und warten? Nein, ich werde auch zuhören. Okay, auf deine Verantwortung. Ah! Nein. Wenn du nachher wahnsinnig wirst, ist es nicht meine Schuld. Miep, miep, miep. Aha. Lümmel. Hey, ihr da, habt ihr einen, meinen großen Bruder gesehen? Was zum Teufel? Wovon sprichst du? Mein großer Bruder ist immer noch nicht zurück. Ich bin auf der Suche nach ihm. In der Ecke da. Hm. Dein Bruder ist bereits nach Hause gegangen. Wirklich? Echt wahr? Wirklich. Sie suchen bestimmt nach dir. Du solltest nach Hause gehen. Wirklich? Ich gehe nach Hause. Ich wusste, dass er da steht. Halt du. Stirb. Leichte Aggression. Wollt ihr etwas von mir? Kannst du uns etwas über Crucius erzählen? Das ist eine lange Geschichte. Macht nichts. Muss ich irgendwas? Ja, muss ich natürlich. Crucius ist eine Organisation. Ach nee, die fast nur aus Halbmenschen besteht. Halbelfen. Oh, Entschuldigung. Halbe Menschen ist auch egal. Besser Teil sind sie dann ja auch halbe Menschen. Zudem ist außer mir noch eine große Anzahl anderer Zwerge involviert. Es gibt also neben dir und meinem Vater noch weitere Zwerge? Ihre Ziele sind, die Ära der Halbmenschen, Halbelfen, auszurufen und die Welt wiedergeburt Martells. Für diesen Zweck benutzen sie die Kirche von Martell und versuchten, die Auserwählte mit Martells Bewusstsein zu verschmelzen. Zuvor zu stehen. Aber wenn das wahr ist, warum versuchen die Designs dann, die Auserwählte zu töten? Exvius und Crucius Kristall erwachen, wenn sie von der Angst und den Leiden der Menschen stimuliert werden und auch durch deren Kampfgeist. Deshalb zersetzten die Designs die untergehende Welt. Um die Verwandlung in einen Engel herbeizuführen, bringen sie die Auserwählte absichtlich in Gefahr. Sie würde jedoch nie ihr Leben riskieren. Es muss ein Designer sein, der Crucius betrogen hat, wie Rudal. Oder Mitglied abbringen. Warum war das diese große dimensionale Textbox für so wenig Text? I don't know. Rudal.
Welche Pläne schmiedet er? Meringe. Die Wiederaktivierung der Mana-Kanone. Er ist in die Pläne für die Mana-Kanone gelangt und baut den Cimarron auf. Er ist zudem der Leiter einer eigenen Farm. Hausmoon. Er setzt seine Gefangenen für den Bau der Kanone ein. Er plant vermutlich nach ihrer Vollendung ein eigenes Imperium zu errichten. Wie kann er nur alle darunter leiden lassen? Sag, stimmt es, dass Yggdrasil die beiden Welten erschaffen hat? Und so habe ich es gehört. Er verankert die beiden Welten, die sich niemals berühren dürfen, mit vier Mana-Connexen. Im Zentrum der Connexe platzierte er den göttlichen Keim, um diesen zu schützen. Der göttliche Keim? Wo habe ich das schon mal gehört? Er taucht in den Geschichten vom Helden Miphos auf. Die Leute nannten ihn die Seele von Miphos, welcher nach dem Ende des Alten Krieges auf den heiligen Ebenen von Kalan starb. Moment mal, Ranzoom, das stimmt zwar, aber... aufstehen. Warum existiert die Legende von Miphos auch in Cimarron... Die Legende von Miphos aus Cimarron auch hier? Ich frage mich das schon die ganze Zeit, Weile. Es gibt zwei heilige Ebenen von Kalan, zwei Türme des Heils und sogar die Legende von Miphos wird hier erzählt. Anscheinend ist es an den Polen möglich, zur jeweils anderen Welt zu reisen. Ich weiß zwar noch nicht, wo sich diese Pole finden, aber vielleicht pendelte die Person, die wir als Miphos kennen, zwischen den Welten. Bibola. Ja, das ist... Professor, was ist? Bibabu. Das ist meine Theorie. Vielleicht war der alte Krieg in Wirklichkeit ein Krieg zwischen Tessana und Cimarron. Und Miphos, der Held, schloss einen Waffenstillstand, der den Krieg beendete. Und das ist der Grund, weshalb die Legende von Miphos in beiden Welten existiert. Ja, und wenn wir annehmen, dass einer der beiden Pole die heilige Ebene von Kalan ist, verstehen wir die Bedeutung der Existenz von zwei Ebenen. Das ist das Tor zwischen den beiden Welten. Ja, das macht Sinn. Ich habe viele Ideen zur bipolaren Struktur dieser Welten gehört, aber diese scheint eine logische Grundlage zu haben. Welche Ideen gab es noch dazu? In Altamira erzählt man sich eine Legende über das sogenannte Tor der Welten. Einige sagen, es handelt sich dabei um einen Pol. Das Tor der Welten. Was ist also der göttliche Keim? Das weiß ich auch nicht, aber Lord Yggdrasil sagte, er sei wichtiger als sein Leben. Irgendwie kapiere ich das alles gar nicht richtig. Ihr müsst mittlerweile ziemlich müde sein. Warum bleibt ihr nicht über Nacht? Miphos, richtig? Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Bist du sicher, dass das okay ist? Ich bin ein Halbelf. Es leben nur Tabitha und ich... Entschuldigung. Es leben nur Tabitha, die ich erschaffen habe, und ich, ein Zwerg hier. Du hast Tabitha erschaffen? Ja, Tabitha ist eine automatische Puppe. Es ist also überhaupt kein Problem, ein Halbelf hier zu haben. Tabitha ist eine Puppe? Okay. Wir bleiben auch über Nacht hier. Bist du damit einverstanden, Prisair? Macht euch bitte keine Sorgen um mich. Ich werde jetzt das Abendessen vorbereiten. Ölsuppe mit Schraubenfleisch. Dann bleiben Genis und Rain auch hier, richtig? Ja, ich will mit dir spielen. Oh Gott, ich hatte noch nie einen Halbelf zum Freund. Du bist mein Freund? Was hatten wir da schon im Skit, du Idiot? Natürlich! Auf? Auf? Leute, wach auf! Professor Rain ist weg! Hä? Was? Wovon sprichst du? Rain ist fort. Sie hat aber eine Nacht hinterlassen, dass sie etwas herausfinden wollte. Kurz vor Sonnenaufgang sah ich einen Wyatt in Richtung Süden fliegen. Vielleicht war es Rain. Wer auch sonst? Süden. Also in Richtung Altamira. Jetzt, wo du es erwähnst, ihre Hoheit hat sich gestern seltsam benommen. Sie hörte gar nicht mehr auf, über das Tor der Welten zu reden.
Was sollen wir tun, Lloyd? Ich mache mir Sorgen. Sie ist ganz allein. Lass sie uns suchen. Wir sollten im Augenblick nicht getrennt sein. Du. Nehmt ihr mich mit? Nein. Was redest du da? Es ist gefährlich. Ich weiß, aber ich mache mir Sorgen um sie. Zuerst wird Tessiella von Monstern regelrecht belagert. Es ist das erste Mal, dass ich andere Halbelfen getroffen habe. Ich möchte, dass es ihr gut geht. Bisher, wo guckst du hin? Ey. Nein, es ist zu gefährlich. Lloyd, bitte, hör auf, uns alle zu hassen. Ich verspreche, ich werde nicht stören. Gut, in Ordnung. Mach, was du willst. Danke, Lloyd. Arschloch. Ist schon in Ordnung. Jeder Freund von Genis ist ein Freund von mir. Okay, geben wir unser Bestes, Genis. Mifos, vielen Dank. Genis, lass ihn auf deinen Rehard mitfliegen. Okay. Warte, das ist für Prisea. Eine Schutzfassung? Man kann es kaum als Wiedergutmachung bezeichnen, aber ich habe trotzdem eine angefertigt. Sie ist zuverlässiger als das Provisorium, das sie jetzt trägt. Prisea, nimm sie an. Okay. Ich will nicht, du nimmst jetzt, ich will nicht. Immer diese Gruppenzwang. Echt? Kann. Aha, aber erst möchte ich auf Neu sitzen. Und dann möchte ich auf den Rehard fliegen. Yay. Hui. Weil, gab's hier nicht noch was? Nein. Bin der König der Insel. Haha, jetzt können wir gerade. Gut. In dem Sinne bedanken wir uns fürs Zuschauen und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Tschüss.